Moin und herzlich willkommen zum nächsten Büchercasting-Video. Wir befinden uns mittlerweile in der zweiten Runde, wo ihr aus den ganzen Kandidaten, die ich euch in der ersten Runde vorgestellt habt, die Kandidaten in die nächste Runde gewählt habt. Jedes Mal aus jeder Kategorie, aus jedem Genre sind es drei Kandidaten, die es in die nächste Runde schaffen. Die Sieger der jeweiligen Kategorie treten dann im Finale an und das Siegerbuch werden wir dann zusammen, gemeinsam in einer Leserunde lesen. Ja, heute ist die Kategorie, das Genre Fantasy dran. Die drei Kandidaten, die eben ja, es geschafft haben, in die nächste Runde zu kommen, stelle ich euch heute vor und ihr dürft wieder wählen, wer denn sozusagen euer Favorit ist und wer der Sieger dieser Kategorie sein soll. Ja, ich werde euch in der Infobox auch wieder reinschreiben, wie viele Stimmen jeweils die ganzen Kandidaten bekommen haben. Ich werde jetzt aber hier in dem Video tatsächlich nur die drei Kandidaten erwähnen und halt auch sagen, wie viele Stimmen sie hatten. Ja, wir fangen an mit dem ersten Kandidat. Und zwar ist das Draconis Memoria, das Erwachen des Feuers. Das ist eine High-Fantasy-Reihe und zwar geht es dort unter anderem auch um Drachen. Ja, es geht hier um eine Welt, in der Drachenblut ein hohes Gut ist, denn die Drachen werden gejagt und aus dem Blut werden Elixiere gebraut, mit denen halt ja, man große Kräfte erlangen kann. Allerdings geht das Zeitalter der Drachen langsam zu Ende, neigt sich dem Ende zu und ja, wenn sollten die Drachen tatsächlich aussterben und diese Elixiere nicht mehr gebraut werden können, droht ein Krieg mit dem Nachbarland. Allerdings gibt es eine Legende von einer ganz besonderen Drachenart, die noch viel, viel mächtigeres Drachenblut besitzen und unser Protagonist ist ein Dieb und ein illegaler, ich glaube, so ein illegaler Drachenbluthändler, der jetzt ausgeschickt wird von der Gilde und er soll diese weißen Drachen halt suchen in einem ganz bestimmten wilden Land, ja, wo es diese Drachen halt geben soll. Und dann soll das Abenteuer beginnen. Ja, das ist unser erster Kandidat. Ich bin sehr gespannt. Wie ihr wisst, ich bin ein großer Drachenfan und ich finde diese Idee mit dem Drachenblut und diesen Elixieren und der Legende eines eigenen besonderen Drachenart besonders klasse. Ich hoffe allerdings, wenn ich dieses Buch lesen sollte, dass die Drachen hier nicht zu sehr als Bestien oder Tiere dargestellt werden. Ich finde es ja immer gut, wenn es eine gute Mischung aus majestätischen, gefährlichen Wesen, aber mit einer hohen Intelligenz und einer eigenen Kultur. Das finde ich immer besonders spannend, wenn das geschaffen wird oder geschafft wird, solche Kreaturen so zu beschreiben, diese Drachen, weil ich sie so eben wahrnehme als Drachenfan. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall spannend und jetzt will ich euch natürlich auch sagen, wer dieses Buch vorgeschlagen hat. Und zwar war das Nine und sie hat in ihrem Kommentar auch geschrieben, warum sie dieses Buch so toll findet. Sie hat auch noch mal die Idee hervorgehoben, dass sie das klasse findet und halt auch noch mal beschrieben, worum es geht. Sie meint auch, dass der Autor einen sehr flüssigen, guten Schreibstil hat und auch spannende Charaktere hergibt und ihr eben auch diese Thematik der Drachen sehr gut gefallen hat. Ja, vielen lieben Dank für diesen Tipp. Hat den meisten gefallen in der Fantasy-Kategorie, ist aber, glaube ich, auch ein Buch, was ziemlich bekannt ist oder auch ein bisschen gehypt wird, weil es von einem bekannteren Autor aus der High Fantasy kommt. Es ist, ich weiß gar nicht, ich habe es, glaube ich, noch gar nicht genannt. Und zwar ist es Anthony Ryan. Der hat davor schon eine Reihe geschrieben, die ziemlich durch die Decke gegangen ist. Und ich denke mal, deswegen hat diese Reihe jetzt auch ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Diese Reihe besteht bisher aus zwei Bänden und der dritte Band ist schon angekündigt, habe ich gesehen. Ja, und ich wollte euch ja noch sagen, wie viele Stimmen bekommen hat. Und zwar, es waren die meisten. Und zwar mit 11 Stimmen ist ja, dieses Buch in Führung gegangen. Allerdings jetzt in der zweiten Runde werden die Stimmen alle wieder gestrichen
und wieder von vorne gezählt. Also es bedeutet jetzt nichts, dass ja dieses Buch jetzt an erster Stelle stand. Und wie in jeder zweiten Runde möchte ich euch auch kurz nochmal ja den ersten bzw. die ersten Sätze dieses Buches vorlesen, um so einen kleinen Einblick zu bekommen. Ich finde erste Sätze oder so die ersten Sätze immer sehr, sehr spannend, wie man so in die Geschichte überhaupt eintaucht. Und da habe ich mir halt so einen kleinen Screenshot gemacht von einer Leseprobe und werde euch da nun kurz was draus vorlesen. Kapitel 1: Die roten Sande. Was meinen wir, wenn wir den Begriff Produkt verwenden? Dieses ansonsten so harmlose Wort, das im Laufe des letzten Jahrhunderts und seit Anbruch des Unternehmenszeitalters so an Bedeutung gewonnen hat. Die meisten Leser würden, da bin ich mir sicher, mit einem einzigen Wort antworten: Blut. Redseligere Zeitgenossen würden ihre Erwiderung vielleicht folgendermaßen ergänzen: Drachenblut. Ja. Sagt eigentlich schon viel aus und ich finde den Einstieg hier wirklich schon irgendwie sehr interessant, vor allem weil es hier schon die Bedeutung in der Gesellschaft, in dieser Welt halt dargestellt wird, wie das Blut halt eben angesehen ist. Okay, gehen wir hinüber zu unserem zweiten Kandidaten. Auch in die nächste Runde habt ihr nämlich Totengräbersohn von Sam Feuerbach gewählt. Und dieser Titel freut mich zum einen, weil es mich selber schon angesprochen hat, aber auch, weil mal kein ja zu sehr gehyptes oder sehr bekanntes Buch, sondern auch mal Self-Publisher hier in dieses Casting weiter vorankommen. Das finde ich ganz, ganz klasse, dass hier eine so schöne Mischung besteht. Dieses Buch hat von euch 7 Stimmen bekommen, also gar nicht mehr so viel weniger als das erste, was ich euch schon vorgestellt habe. In der Totengräbersohn geht es eben um den Totengräbersohn. Der lebt in einem mittelalterlichen Dorf und dort wird er sehr geächtet, weil er eben diesen Beruf des Totengräbers ausübt. Er muss das aber machen, weil sein Vater, der eigentlich diesen Beruf innehat, sich immer total hackedicht säuft. Ja, und er bereitet jetzt die Dorfälteste oder eine Dorfhexe für das Begräbnis vor und er sieht, dass sie ein seltsames Amulett um den Hals trägt, was sehr, sehr magisch anmutet und er kann einfach nicht anders, sich dieses Amulett unter den Nagel zu reißen und sich selbst umzuhängen. Und scheinbar ändert das alles in seinem Leben und was genau es jetzt aus ihm macht von dem Underdog, ob er da sich jetzt irgendwie ja mit magischen Fähigkeiten wehren kann oder was das genau ja für ihn bedeutet, das wissen wir nicht oder das weiß ich nicht, das muss man erst herausfinden. Ja, und ich finde, es klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe nämlich diesen Tipp von der lieben Edith Wolf bekommen. Und sie hat es vorgeschlagen, weil sie findet, dass da sehr viel miteinander verbunden wird. Und zwar Fantasy, Witz und Ironie, meinte sie, kommt in diesen Büchern gut zusammen. Und ich hatte auch das Gefühl, als ich das so ein bisschen dafür ein bisschen recherchiert habe, dass da sehr, sehr schwarzer Humor drin steckt. Und ich finde, es ist ja so ein bisschen vielleicht Dark Fantasy, düstere Fantasy, allerdings auch so ein bisschen High Fantasy, weil es eben in so einem mittelalterlichen Dorf spielt. Auch das ist eine Reihe. Ich weiß gerade nicht genau, ob das 3, 4 oder sogar noch mehr Bände sind. Und da habe ich auch, war es wirklich sehr, sehr schwer, überhaupt an eine Leseprobe heranzukommen. Aber ich habe es geschafft, indem ich mir erst eine App heruntergeladen habe, um an diese Leseprobe heranzukommen, um euch auch hier ja die ersten Sätze vorzulesen, wo es, finde ich, sehr gut rauskommt, dass es sehr, sehr schwarzer Humor, so ein bisschen düster, ja, alles zu sein scheint. Kapitel 1: Die Giftmischerin. Mit 2 Fingern stopfte Farin die Zunge der Frau in den weit aufgerissenen Rachen zurück. Ein Fleischlappen, zerklüftet und blaugrau, dessen Anblick empfindliche Seelen durchaus verstören könnte. Der linke der beiden verbliebenen braunen Zähne im Oberkiefer wackelte. Im Unterkiefer lugte nur noch einer einsam hervor. Auch bei diesen Kandidaten habt ihr alles richtig gemacht, also da stehe ich voll und ganz hinter euch. Und nun zum letzten und dritten Kandidaten. Der letzte Kandidat, den ihr in die nächste Runde gewählt habt, ist Die Magie der Namen von Nicole Gottsdeck.
Dieses Buch ist so eine Art Mischung aus Dystopie und Fantasy. Und zwar spielt es da in einer Welt, in der ja, die Menschen zuerst bei der Geburt nur Nummern erhalten und erst in, wenn sie erwachsen sind, Namen zugeordnet bekommen. Und diese Namen, ja, bestimmen eigentlich ihr gesamtes Leben, was für einen Beruf sie haben, wie sie aussehen, denn diese Namen haben eine ganz bestimmte Magie inne. Und unser Protagonist ist jetzt auch so weit, dass er endlich einen Namen zugesprochen bekommt. Und er wünscht sich natürlich nur den besten aller Namen. Allerdings bekommt er einen Namen zugesprochen, den keiner kennt und keiner weiß, was ist die Bedeutung dieses Namens und wie soll er sich damit nun verhalten. Und jetzt ist seine einzige Chance, darüber etwas zu erfahren, in ein bestimmtes Namensarchiv zu reisen, was aber etwas weiter entfernt ist. Er bricht zusammen mit seinen Freunden dahin auf, aber diese Reise alleine ist wohl sehr, sehr gefährlich, denn es gibt Namenlose, die ihnen nach ihrem Leben trachten und ja, auch noch viele andere Gefahren. Und auch sein Name selbst birgt noch viele Überraschungen, ja, die er noch gar nicht kennen kann. Die Tippgeberin, ich sag euch einmal, wer das war die Christina Kohl. Sie meinte auch gerade die Ideen und der Ideenreichtum, wie diese Welt gestaltet worden ist, hat ihr gut gefallen. Und ja, sie meinte, es könnte auch mir gefallen. Und ja, ich finde auch, so auch bei uns in dieser Welt, was alleine Namen ausmachen und die Wirkung von Namen, finde ich sehr, sehr interessant. Auch ich habe auch schon einige Fantasy gelesen, die mit Namen und Namensmagie spielt. Zum Beispiel eben der Name des Windes. Ich gucke gerade dahin, weil da die Reihe an der Wand hängt. Und ja, das ist ja eben auch meine Lieblings-High-Fantasy-Reihe. Und ja, deswegen bin ich auch hier gespannt, obwohl ich da auch schon einige kritische Meinungen zugehört habe, andererseits auch positive. Also wir lassen uns da einfach nicht beeinflussen, beziehungsweise ich werde ja eh meinen Senf jetzt hier nur im Video dazugeben und nur eure Stimmen zählen, welches Buch eben ins Finale rückt. Deswegen dürft ihr entscheiden. Und auch hier möchte ich euch natürlich die ersten Sätze des Buches vorlesen. Kapitel 1, die Namensgebung. Der Name ist der Schlüssel zur Seele. Ich war an diesem Frühlingsmorgen in dem Wissen aufgewacht, dass es der bedeutendste Tag in meinem Leben sein würde. Heute würde ich offiziell für volljährig erklärt werden. Heute würde ich endlich meinen Namen bekommen und erfahren, wer ich war. Ja, ich finde auf jeden Fall, alle drei Kandidaten haben was für sich und ich finde auch, dass sie alle etwas Eigenes haben und ja, sich kaum irgendwie ähneln. Und das finde ich gerade total spannend, dass wir hier wieder so eine ganz, ganz tolle Mischung zusammenbekommen haben. Ja, die Magie der Namen hat 5 Stimmen von euch bekommen. Und auch die werden jetzt wieder gestrichen. Es geht jetzt wieder von neuem los. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ja, welches Buch euch am meisten angesprochen hat. Egal, ob ihr nun im Finale nachher mitlesen möchtet oder also beim Sieger mitlesen möchtet oder nicht. Ihr könnt immer abstimmen. Ihr könnt auch mehrere Stimmen abgeben, wenn ihr euch jetzt zwischen zwei Büchern nicht entscheiden könnt. Auch das ist gar kein Problem. Ja, und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Büchercasting-Video wieder dabei. Wir haben ja jetzt noch 2 Kategorien offen in der zweiten Runde. Da ist, glaube ich, einmal die Jugendfantasy und sozusagen der Rest, also alles, was nicht mehr für eine eigene Kategorie gereicht hat, da sind wir dann noch dabei. Ihr könnt auch immer noch in der zweiten Runde für die anderen Genres abspringen. Abstimmen. Macht das auf jeden Fall noch. Da fehlen noch ein paar Stimmen, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Das werde ich euch in der Infobox unten verlinken. Also Thriller hatten wir ja schon. Und Kinderbücher, da könnt ihr auf jeden Fall noch abstimmen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.